Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein heutiges Thema ist die Freundschaft zwischen Mensch und Wellensittiche. Jeder von euch weiß, dass Wellensittiche eigentlich keine Notiz von Menschen nehmen, wenn sie paarweise gehalten werden, was man heutzutage ja machen sollte, weil man ja einzelne Tiere nicht mehr im Handel bekommt. Aber wer glaubt, dass dem so ist, der irrt sich gewaltig. Denn auch Wellensittich-Pärchen können handsam werden, dem Menschen gegenüber. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass der Mensch sie artgerecht behandelt und sie regelmäßig auffordert zum Spielen. Also wenn ihr zwei Wellensittiche zu Hause habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass euch die Tiere dennoch beobachten und versuchen, mit euch Kontakt aufzunehmen. Anders ist es natürlich bei anderen Vögeln, logischerweise. Denn ein Zebrafink, naja, der schaut den Menschen nächstens einmal kurz an und denkt sich, uah, Riese. Und dann schaut er und dann will er so gut wie immer seinen Frieden haben. Kanarienvögel nehmen ja auch nicht viel Notiz von uns. Für die sind wir nur die Versorger. Aber am besten spielt man mit einem Wellensittich oder mit einem Wellensittich-Pärchen mit den sogenannten Gitterballi. Die haben meist eine Glocke drinnen. Sucht euch also einen Ort, also eine erhöhte Stelle, zeigt den Vögeln, dass da was Interessantes ist und die werden euch sicher dahin fliegen und schauen, was da los ist. Und vergesst bitte nicht, dass ihr zwei Bälle verwendet, weil sonst entsteht Neid und der wiederum Streit und so weiter. Den Rest kennt ihr. Allerdings gibt es dabei zum Beachten, dass das Zimmer, da wo gespielt wird, dementsprechend groß ist. Wellensittiche lieben, wie gesagt, erhöhte Plätze. Und vor allem Spiegel. Woher ich das weiß, ist ganz einfach. Ich habe selber mal Wellensittiche gehabt. Und zwar leider zwei Generationen in meiner Kindheit. Und ja, die Wellensittiche sind insofern so intelligent, weil sie auch von Menschen lernen. Für denen ist ein Balli nicht einfach so ein Balli, sondern ein hochinteressantes Spielzeug. Wenn die Tiere, und jetzt kommt ja das Spannende, dementsprechend zahm sind, dann zeigen sie euch ihre Liebe, indem sie auf eure Schulter springen oder fliegen. Und das unaufgefordert. Und dann würden sie dich, kann man schlecht sagen, hey, Stupsi, flieg auf oder stupf sie hier. Der schaut am nächsten Mal mit Deppert an und denkt sich, wer ist denn der Stupsi? Was willst denn du von mir? Loben mit Leckerlis, aber immer zwei Finger. Eins für den ersten, zwei für den zweiten. Und wie ihr schon wisst, Entschuldigung, nein, ich sitze da jetzt nicht am Klo, sondern ich bin einfach im Bad, weil ich sonst im anderen Wohnbereich nicht so viel Ruhe habe. Und wie ihr natürlich wisst, ist es ganz wichtig, dass man die Rangfolge bei Wellensittiche einhält. Nämlich zuerst das Männchen, dann das Weibchen. Männchen haben die blaue Netzhaut, die blaue Wachshaut. Das ist das, da wo die Nase ist bei denen. Weibchen, eine braune. Beim Spielen gibt es allerdings noch eine wichtige Regel. Ihr seid
für die Vögel wichtige Spielkameraden. Das heißt, die Vögel sitzen dort, werfen das Balli oben, schreien. Das heißt so viel wie, hey Zweibeiner oder hey Herrli, hey Frauli oder Herrli, bitte aufheben, wir wollen spielen. Alternativ dazu könnt ihr natürlich die Bälle an einen Gummi festmachen, den ihr wiederum, also an einen kleinen Expander, den ihr wiederum an den Käfig herunterhängen lasst, aber dann spielen die Vögel nur unter sich und nicht mit euch. Eine wichtige Sache nur, um Verletzungen vorzubeugen. Wenn sich die beiden Tiere streiten, dann bitte, bitte geht's nicht dazwischen. Das geht für euch nicht gut aus und für die Tiere auch nicht. Lasst sie streiten. Die bringen sich schon nicht um. Und um Streit zu vermeiden, ist es wichtig, immer genügend Futter für beide Tiere zu haben. Am besten eignen sich zum Beispiel dafür die Futterautomate, die braucht man nur ab und zu nachfüllen. Vogel setzt sich hin, gegebenenfalls auf einen Stangl. Das was auch daran befestigt ist, und frisst daraus. Hirse zum Beispiel mähen Vögel sehr, sehr gerne, spezielle Hirse für Wellensittiche, aber auch für Kanarienvögel, also die mögen es auch. Und das Wichtigste ist, ihr seid nicht die Diener des Vögels, der Vögel. Ihr müsst euch nicht nach eurem Zeitplan richten. Ihr bestimmt, wann schlafen gehen sollen, wann Spülzeit ist und wann Unterhaltungszeit ist. Und ganz wichtig, bitte im Vogelzimmer nicht rauchen. Das schädigt nicht nur die Vögel, sondern auch euch. Wellensittiche hassen diesen Gestank. Meine Eltern haben damals leider die Erfahrung gemacht, dass die Vögel da ganz schön wütend worden sind. Waren ja schließlich schlaue Vögel. Mein letzter Wellensittich hat zum Beispiel meine Tante gehasst, aber das ist ein anderes Thema. Den haben wir dann letztendlich einschläfern müssen, weil er die Kerntel nicht verdauen hat können. Aber wie gesagt, ihr habt eine Freundschaft mit den Tieren und ihr bestimmt. Und noch eine wichtige Sache. Wenn Vögel sprechen, dann sind sie einsam. Stört einer kein Radio zum Käfig? Stört einer generell nichts, was laut ist zum Käfig? Redet in einem leisen und beruhigenden Ton mit den Tieren. Ich meine, am Wöhnsättig ist es wurscht, wie er heißt. Ja. Aber redet leise mit einer, schreit es nicht an. Es ist genauso wie bei Katzen, schreiender Vogel, der denkt sich, leck mir am Arsch, ich will nichts von dir. Also wenn angeschaut wird. Und sie sind extrem schlaue und schöne Tiere. Sie wissen ganz genau, wie sie euch um den Finger wickeln können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Dieses Video war jetzt, wie gesagt, zum Thema die Freundschaft zwischen Mensch und Wellensittiche. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike.